Wiederholen. Positiv bleiben. Hallo, den Kopf hochnehmen. Weiterarbeiten. Was soll man da auch sonst sagen? Einfach Kämpfernatur zeigen. Und das ist wichtig, auch in der Situation. Ja. Ich möchte da natürlich als Trainer, bin ich in der Vorbildfunktion, auch die Spieler einfach mitzunehmen, auch positiv mitzunehmen. Das wird schwer. Eigentlich war wieder fast jeder Schuss ein Treffer vom Gegner. Und wie gesagt, das ist in der Situation, in der wir uns befinden, halt richtig bitter. Angst macht sich breit. Abstiegsangst. Man versteht das halt einfach nicht. Und in so einer Situation war ich selber persönlich auch noch nicht. Wieder hat es nicht gereicht. Und nochmals, wichtig ist, den Kopf nach oben zu nehmen und beziehungsweise auch oben zu behalten. Der Neue versucht, ein Wir-Gefühl zu vermitteln, Zuversicht auszustrahlen. Freitag vor dem Spiel, sein Heimdebüt. Aber es läuft wie immer, seit Wochen. Energie versucht, die totale Verunsicherung loszuwerden. Einfach mal einen schwachen Gegner dominieren. Früh in Führung gehen. Sanogo war mal ein eiskalter Torjäger. Dass wir nicht vor Selbstvertrauen strotzen, das kann sich jeder vorstellen. 35 Minuten hat Energie mehr vom Spiel. Dann das nächste Negativerlebnis. Jacke auf, Jacke zu, Fassung wahren. Frankfurts erster vernünftiger Angriff. Das von Schmidt beschworene Wir-Gefühl. Das Wir macht Fehler. Alle gemeinsam. Zaghaft, unkonzentriert, Zweitliga unwürdig. Ein Team seit Wochen im kollektiven Dämmerzustand. Und es war ja eine Tendenz schon zu erkennen in den letzten Spielen mit Negativerlebnissen und auch was die Körpersprache der einzelnen Spieler anbetrifft und auch die Situation insgesamt. Das, was sie brauchen. Einen Moment, der ihnen zeigt, wir können, wir wollen, wir schaffen es. Amin Afane gerade eingewechselt. So etwas kann es sein. Endlich wieder ein Tor. Endlich den Strudel verlassen. Ein Strohhalm. Positiv denken. Wir hatten ja gestern dieses kleine Erfolgserlebnis mit diesem Tor. Und da hat man ja gesehen, wie wir zusammengekommen sind, wie alle ihre Begeisterung auch herausgeschrien haben. Ein guter Moment und der nächste mentale Tiefschlag. Teixeira, 30 Meter. Mit so einem Sonntagsschuss kommt man wieder einen Nackenschlag. Das verkraften wir in der Situation halt einfach nicht. Alles wieder dahin. Energie bricht auseinander. Verloren. Viel zu hoch. Wieder. Gegen einen eigentlich völlig harmlosen Gegner. 1:4. Was soll man da noch sagen? So wird es nur funktionieren, nämlich als Einheit. Und jeder Einzelne soll seine Qualitäten da reinbringen. Und dann geht es gemeinsam da wieder raus. Positiv denken, Kopf hochnehmen, weiter hart arbeiten. Um ein Team, das Durchhalteparolen zu hören kriegt, muss man sich ernsthaft Sorgen machen. Die Sorgen sind wirklich groß und auch die heutigen Ergebnisse aus der zweiten Liga machen die Lage in der Lausitz nicht besser. Aalen, St. Pauli 0:1, Aue, Düsseldorf 3:0 und Karlsruhe, Dresden 3:0. Die weiteren Resultate sind bekannt. Morgen empfangen die Löwen in München die Spielvereinigung aus Fürth. Der Bundesliga-Absteiger kann dann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Noch ist Lautern Spitzenreiter vor Köln. Der erste FC Union wurde heute von St. Pauli überholt, rutscht von Rang 4 auf 5. Aue verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Dresden rutscht auf Relegationsplatz 16 ab mit 3 Punkten Vorsprung auf den FC Energie als Schlusslicht.